Beim brandneuen NEX XG20 heißt es Retro-Optik, ja bitte. Retro-Technik, nein danke. Wir schauen ihn uns an. Deswegen jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helmexpress Product Test begrüßen. Wir schauen uns heute, wie bereits vor dem Intro angekommen, den XG20 an. So ziemlich die höchste Evolutionsstufe eines Jethelms, die es gibt. Und zwar hier in dieser Variante sogar mit Carbon-Außenschale mit zwei Helmschalengrößen. Gibt das Ganze aber auch in einer Fiberglas-Variante. Generell optische Darstellung, sehr vielseitig. Hier eben mit dem Lederstreifen, ist natürlich Kunstleder. Und dann eben an den Seiten die lackierten Bereiche, beziehungsweise wie hier eben mit der Klar. Sicht Außenschale, wo man eben direkt auf die Carbonfaser schauen kann. Jetzt haben wir hier vorne erstmal so einen Bubble-Visor, kratzfest und klar im Lieferumfang. Ebenfalls ganz schönes Detail ist hier die Abdeckung für die Visiermechanik, die eben aus Aluminium gefräst wurde. Sehr, sehr schönes Detail. Hier unten nochmal der Abschluss in Kunstleder gehalten. Sehr schön, wenn man mal irgendwo hinstellt, wo es nicht ganz so sauber ist, einfach drüber wischen, dann hat man das Ganze wieder schön sauber. Innenfutter ist antibakteriell, könnt ihr natürlich auch herausnehmen, um es zu waschen. Und dann haben wir hier Doppel-D-Ring-Verschluss, wie es sich für einen Retro-Helm gehört. Wir haben ebenfalls, dazu mache ich es einmal auf, hier ein innenliegendes Sonnenvisier. Da haben wir es. Und das Ganze hat natürlich auch UV-Schutz. Dementsprechend funktioniert es also wie bei einer Sonnenbrille. Eure Augen sind also geschützt. So sieht es dann komplett aus. Und ihr könnt es dann natürlich auch ganz einfach wieder hochmachen, runtermachen. Und wenn ich euch für den NEX XG20 begeistern konnte, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit. Euch allen wünsche ich eine gute und vor allem unfallfreie Motorrad-Saison. Pass auf euch auf. Bis dahin. Ciao.